Ja, hallo Leute. Hier ist der etwas durcheinander geratene und böse, ach was weiß ich, ja, euer Joker halt. Und mit einer mehr oder minder drastischen Änderung möchte ich mal sagen. Ich werde aufgrund von, ja, wie sagt man, ja, aufgrund von persönlichen Problemen werde ich zunächst mal hiermit ab sofort alle Let's Plays einfrieren. Das heißt jetzt, das wird jetzt einigen von euch, einige von euch wird das wahrscheinlich übelst fuchsen. Da werden wahrscheinlich auch Abonnenten gehen und ähnliches, aber ich bin momentan mental nicht in der Verfassung, ein Let's Play zu drehen. Das hat mit einigen Sachen und Vorfällen in letzter Zeit zu tun, die nicht gerade schön waren. Ich bitte euch einfach da mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Also es heißt nicht, dass alle Let's Plays jetzt rausgelöscht werden oder so. Also ihr könnt euch die noch ansehen. Ich werde nur definitiv keine weiteren Folgen mehr drehen. Wie lange das jetzt dauern wird, keine Ahnung. Es kann sein, dass es in der Woche wieder vorbei ist. Es kann aber genauso sein, dass das erst in 2, 3 Monaten der Fall ist. Ja, das hat mit so 2, 3 Geschichten, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich denke, The Cornix und Maulkorb-Mausi, sie wissen, wovon ich rede und warum und weshalb und überhaupt. Wo wir gerade dabei sind, guckt euch einfach, wenn ihr unbedingt Let's Plays sehen wollt, guckt euch die anderen Let's Player an, die ich verlinkt habe. Besonders Maulkorb-Mausi mit ihren neuen Projekten. Sie hat gerade erst angefangen, unterstützt sie ein bisschen. Und vor allen Dingen Luxi solltet ihr euch ansehen. Luxi, ein aufstrebender Stern am Let's Player-Himmel, möchte ich mal sagen. Und hat auch ein gutes Let's Player am Laufen der Metroid Trilogy-Reihe. Solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Ich werde das alles verlinken in der Beschreibung. Und ja. Oh, das ist meine Musik geloopt. Naja, ist nicht schlimm. Also Leute, ja, ich verabschiede mich dann erstmal, werde das Konto auch soweit zumachen, optisch zumindest. Und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann wieder. Keine Ahnung, irgendwann mal. Ich werde natürlich auch vielleicht noch ein paar Comments beantworten und PNs und so, das mache ich schon noch, denke ich. Aber auch nur sehr sporadisch, also. Naja. Bei Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen, wisst ihr ja, ich gucke ab und an mal in meinen Postkasten. Und ja, ich sag dann mal in diesem Sinne, Leute, bis irgendwann. Bye bye. Ciao.